meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, nachdem wir ja alle fantasiebegabte Menschen sind, können wir uns vielleicht einmal kurz vorstellen, Jesus hätte so etwas wie eine Predigtausbildung machen müssen. Immerhin hält er hier seine erste öffentliche Predigt. Und es endet im Eklat. Man will den Prediger gleich beseitigen, man schleift ihn vor die Stadt und will ihn umbringen. Das ist kein besonders gelungenes Predigtdebüt, würde man sagen. Also, ich denke, in einer Probepredigt wäre er durchgefallen in der Ausbildung. Warum? Die Ausbilder hätten gesagt, so ich habe so meine eigenen Erfahrungen oder das, was man so rechts und links beobachtet, die Ausbilder heute würden sagen, wenn sie einen Prediger bewerten, so kann man heute nicht anfangen. Sozusagen gleich mit der Tür ins Haus fallen, gleich mit den unangenehmen Sachen kommen. Wie behandelst du denn die Leute? Wie sprichst du dir an? Man muss die sozusagen im Sinne einer, wie man das in der klassischen Rhetorik macht, einer Captatio Benevolentiae, man muss die am Anfang ein bisschen streicheln, so, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich ernst genommen wissen. Und dann, naja, vielleicht kann man dann viel, viel später, wenn man das Publikum sozusagen gewonnen hat, wenn es einem an den Lippen hängt, dann kann man vielleicht auch mal das ein oder andere Mal was Unangenehmes sagen, aber sehr sparsam. Und heute haben wir uns angewohnt, am besten gar nicht. Wir bleiben also beim Streicheln. Wir sind sozusagen in der Predigt so ein kleiner Streichelzoo geworden. Alle fühlen sich wohl, gut, und es passiert nichts. Das ist aber nicht der Sinn einer Predigt. Es ist ein geradezu jesuanischer Predigtstil, das, was wir hier gehört haben. Letzten Sonntag die erste Hälfte. Jesus geht hin, gewohnt in die Synagoge zu gehen, und es wird ihm die Rolle des Propheten Jesaja gegeben, nicht von ungefähr. Und er liest daraus aus dem Kapitel 61, dass der Geist Gottes auf einem ruht, dass er mit dem Geist Gottes gesalbt ist. Und er sagt, heute hat sich vor euren Ohren dieses Schriftwort erfüllt. Das heißt übersetzt, und das haben sie verstanden in Nazareth, dass er dieser Gesalbte ist, dieser Christus. Damit hält er nicht hinter dem Berg und denkt, ach, man muss die Leute ja da abholen, wo sie stehen. Ich will die jetzt zuerst mal, machen wir so einen kleinen Fanclub. Und dann, wenn die alle sozusagen meine Fans sind, und dann komme ich so langsam mit der Wahrheit hervor. Hans-Urs von Balthasar hat einmal das schöne Wort gesagt, diplomatisches Leiseltreten gerät sehr bald an den Punkt, wo nur der Sprung in die Wahrheit weiterhilft. Und man kann über den heiligen Petrus sagen, was man will. Und das Neue Testament sagt viel über ihn. Über seine Wankelmütigkeit, seine Feigheit, seinen Verrat, alles. Aber predigen hat er gelernt bei Jesus. Was er da am Pfingsttag tut in seiner ersten Predigt, ist genau dieser Stil. Ihr habt den Urheber des Lebens umgebracht. Da ist nicht irgendwie so, ja, wir sind jetzt alle nett und wir sind alle geistbegeistert und jetzt gucken wir mal, dass wir Menschen gewinnen, wir nehmen sie mit auf den Weg und dann sozusagen wieder Fanclub, ja, und Streichelzoo und Captatio Benevolentiae, wenn Sie diesen Ausdruck lieber mögen. Und dann reden wir hinterher, vielleicht kann man dann auch mal sehen, was man vielleicht noch sagen muss. Nein. Auch Petrus sagt am Anfang klar, was Sache ist und Jesus auch. Warum, liebe Schwestern und Brüder, ist das wichtig? Ich denke, als erstes ist es wichtig für die Glaubwürdigkeit einer Predigt. In einer Zeit, die noch nie so drängend war, und manchmal gibt es Unmut darüber, der sich inzwischen immer mehr äußert, vielleicht nicht immer bei den richtigen Themen, aber irgendwie, wenn man aufmerksam etwa unsere Medienlandschaft verfolgt, und ich will jetzt gar nicht in eine allgemeine Medienschelte ausbrechen, das finde ich fehl am Platz, aber wir merken doch inzwischen fast bei jeder Fotografie, die uns gezeigt wird, die Frage, ist die echt?
Das machen wir mit unseren eigenen Facebook-Fotos manchmal so. Man kann die ummontieren. Wissen Sie, wenn Sie Ihr Gesicht sehen, gibt es eigene Programme, da können Sie die Pölsterchen so ein bisschen wegretuschieren und plötzlich sind Sie endlich der Typ, der Sie immer schon sein wollten. Also welche Bilder sind eigentlich echt, die uns gezeigt werden? Wir kennen das noch aus der großen Weltpolitik. Eine Weltmacht legt dem UNO-Sicherheitsrat Fotos vor. Glatte Lüge. Der damalige Außenminister hat es später selber zugegeben. Glatt gelogen. Montiert. Also was ist wahr? Welche Nachrichten sind wahr? Wir müssen immer schon die Frage im Kopf haben, cui bono, wem dient diese Meldung? Wer profitiert davon? Es ist schlimm, in einer solchen Welt zu leben. Wir leben in einer Lügenwelt, liebe Schwestern und Brüder. Und die Frage, die sich hier nach der Synagoge von Nazareth stellt, ist, das ist die erste Frage, die mag zunächst noch oberflächlich sein oder klingen, schließen wir uns dieser Welt an oder begreift die Kirche eine unglaubliche Chance, dass wenn sie herkommen, dass sie wissen, sie werden nicht belogen, nicht über das Leben, nicht über den Tod, nicht über Gott, nicht über Jesus, nicht über sie selbst. Wir machen hier keine Märchenstunde. Und manchmal, und das gilt ja nicht nur für Sie, sondern für mich auch, tut das weh. Sind das schmerzliche Einsichten. Aber sie sind wahr. Und dieses Wahre führt uns dazu, dass gerade der Evangelist Lukas die Dinge, die er gesammelt hat, wir haben das letzten Sonntag gehört, sehr sorgfältig forscht er danach, was über Jesus geschrieben, gesagt wurde, dass er das genauso in seiner Komposition zusammenfasst, dass gleich am Anfang, gleich beim ersten öffentlichen Auftritt Jesu, diese Auseinandersetzung in seiner Vaterstadt steht, die deutlich macht, dass zur guten Nachricht, ich bin gesandt, das Evangelium zu verkünden, die gute Nachricht Gottes zu sagen, hat Jesus den Propheten Jesaja zitiert, dass dazu auch die Auseinandersetzung, ja, das Kreuz gehört. Hier steht Jesus schon nach seiner ersten Predigt am Abgrund. Das ist kein Zufall. Das heißt, das Leiden, das Kreuz kommt nicht irgendwie noch als Betriebsunfall dazu, sodass man das auch in Kauf nehmen müsste, sondern es gehört zum Leben dazu, wie wir das alle manchmal sehr schmerzhaft erfahren. Es gehört aber auch zu dieser göttlichen Sendung dazu, zu diesem gesalbten Gottes, der in dieses Leben kommt und sich in dieses Leben, nicht in ein geträumtes, in ein gefaktes, hineinkniet, der durch dieses Leben hindurchgeht, mit allem. Das ist bei der ersten Predigt schon klar. Und es wird vollends deutlich, wenn dieser Gesalbte, der gekommen ist, die gute Nachricht zu bringen, am Kreuz hängt. Es ist kein Unfall. Es ist seine Sendung. Dazu ist er gekommen. Und genau so hören wir das Evangelium wahr. Hören wir es nicht als Schönfärberei, die wir manchmal vielleicht sogar, ich will mich da auch nicht ausnehmen, dankbar annehmen, weil sie für den Augenblick hilft. Aber schon beim zweiten oder dritten Schritt merken wir, das trägt nicht. Nein, wir sollten diesen Predigtstil Jesu, und das ist ein Lebensstil, nicht nur für die 10 Minuten sonntagsmorgens, das ist ein Lebensstil. Petrus hat es gelernt. Wir sollten ihn übernehmen. Es ist eine sehr große Chance der Kirche in unserer Zeit, ein Ort der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit zu sein. Die Menschen, die nach dieser Wahrheit hungern, werden den Weg zu dieser Wahrheit finden.